Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Wir machen heute weiter mit der Arena-Leiterin von Azuria City. Wir sind ja soweit durch. Wir haben ja Route 24 und 25 abgearbeitet. Obwohl, Moment, bevor wir heute noch in die Arena gehen, wir haben noch etwas vergessen. Ich habe noch einen Trainer vergessen, liebe Leute. Auf der Route rum. Das heißt, den müssen wir jetzt kurz nochmal nachholen. Ich habe ich jetzt echt nicht dran gedacht, wenn man nicht ehrlich bin. Und zwar ist das der Trainer links. Und zwar den ihr jetzt gleich im hohen Gras links findet. Und so ein Links-Item. Genau, hier dieser Trainer, der uns links da aufgetaucht ist. Und zwar du. Ich habe dich ein bisschen aus dem Gras beobachtet. So. Kepakuno mit Habitat. Ja, auf jeden Fall ich nochmal den Trinkgeld kaufen. Oh, tschüss, Habitat. Gegen den Volltreffer konnte er nicht viel ausrichten. So. Superbälle kriege ich zwei Stück, okay. Drei Himmelbeeren. Okay, kein Pokémon, das hier irgendwie auftaucht. Ja, sorry, die Mana, die kriege ich leider nicht. Aber ich glaube, man hat tatsächlich auch nicht nehmen kann. Ich habe zwar ein Pokémon, das Schwert habe ich ja Glurak drin gehabt. Und ich möchte ja ungefähr ein doppelte und dreifache Pokémon drin haben. Gut, okay, dann machen wir heute weiter mit der Arena. Jetzt kommt mein spritziger Auftritt. Mein Pokémon und ich werden bis auf die Gräten nass machen. Du hast ein Buchas oder ein Zepa, irgendwie sowas. Die Schönheit Lilly möchte uns herausfordern. Oder hat ein Goldini an Bord. Ein Level 16er Goldini. Was hilft das? Ich brauche drei Angriffe. Okay, dann Schnabel, der macht nicht so allzu viel Schaden. Ah, aber sein Ruckzuck gibt da hinterher. So, dann kriegen wir noch einen Ruckzuck hinterher. Dann spielen wir das ganze Spiel, was du vorher auch gespielt hast. Und dieses Godini geht baden. 102 Erfahrungspunkte, Level 18 für Evoli. Blubber. Hm? Ich guck mal gerade wegen. Ich hab's vergessen. Ja, ich habe es vergessen. Ich wollte mir noch tatsächlich einige Tränke holen, bevor es hier irgendwie weitergeht mit dem Let's Play. Mit der Folge. So, was möchtest du mir denn schenken? Also was möchtest du? So, ich brauche Tränke am Ende. So, dann wollte man hätte ich gerne gebrauchen können für diese Arena. Aber wir müssen es irgendwie mit Pikachu und dem Rest, was wir noch so haben, regeln. So. So, Pokémon sind wieder topfit. Und dann geht's jetzt weiter, dann mit dem Nix, mit der Arena jetzt endlich. Du willst gegen mich kämpfen? Da passt lieber auf, ich bin nämlich eine Dame, die mit allen Wassern gewaschen ist.
Schönheit Violet. Mit einem Muschatz, so wie ich das erwartet hatte, fast. So, dann kriegst du jetzt einen Donnerschlag drauf. Ja, dieses Muschatz steckt schon mal weniger weg. Du kommst jetzt mit einer... Das ist genau wie so eine Kacke wie Ruckzuck-Hieb. Eissplitter. Prio-Attacke, aber... erinnert nichts daran, dass er dann doch am Ende stirbt. Und dieses Muschas ist zumindest down und sie ist besiegt. Und dann haben wir die letzte Trainerin dieser Arena. Oh, hast du diesen Sprung eben gesehen? Der wird doch mindestens eine Goldmedaille wert, oder? Oh, mal gucken. Naja, wie immer sollen, wir versuchen sie jetzt rauszufordern. Die Schönheit Daisy. Jura-Party. Mit einem Level 16er Jurop. Ja, du brauchst mehr Attacken als zwei. Ich hoffe, dass alle mal glaubt, dass man vielleicht eine oder zwei Attacken braucht. Boah, sogar vier Attacken. Also das heißt, ich muss wechseln. Weil Jurop wahrscheinlich auch nicht vom Typ Eis ist. Muss das... Du bist gegen keine Kampfattacke schwach sein. Also ist mir fast klar, dass du mit sowas kommst. Jurop setzt nochmal Wasserdüse ein. Okay, ist jetzt schon wieder die letzte Kopf los. Ah. Tschüss, Jura. Pikachu reicht Level 16. Und diese Schönheit Daisy ist besiegt. Und damit wäre der Weg ja tatsächlich frei in Richtung Misty. Aber die müssen wir erstmal besiegen, die alte. Das wird eine harte Haut, nur 16, 17, 18 auf der Team. Ich hoffe, dass sie nur maximal Level 18 hat. Wenn sie den Originalspiel also Level 21 gehabt. Der hat 18 und 21 gehabt. Ich hoffe, dass sie hier ein bisschen runtergesetzt wurde. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Hey du! Was ist dein Motto bei Pokémon-Kämpfen? Also mein Motto lautet, ein Kampf gewinnt man mit dem gnadenlos offensiven Einsatz von Wasser-Pokémon. Also dann, bist du bereit, dafür gegen die weltberühmte Schönheit Misty anzutreten? Nimm dich für mein Liebling acht. So, mal gucken, was du für uns hast. Jedenfalls hatte zwei Pokémon. Enton fängt sie an, okay. Ich weiß, dass sie früher einen Sterndo und einen Starmie hatte. Ich vermute, dass sie jetzt mit Enton und Starmie angreifen wird. Auf jeden Fall ist das Enton schon mal Level 18. Also dann stimmt das wirklich. Dann haben sie tatsächlich das... Die Pokémon mit Level 21. Ah, okay, versuchen wir es irgendwie. So, jetzt ist Enton schon mal da. So, jetzt Enton. Du hast vermutlich jetzt einen Starmie. Auf Evolium bis versuche ich, weil das dürfte tatsächlich schon vom Weibchen Psycho haben. Die Frage ist, wie macht das Zeug? Level 19 bist du, okay. Ich hätte jetzt was auch mal, dass es noch ein bisschen höher ist. Ah, okay, jetzt kann schon noch die Welle. Der Biss tut weh, okay, sehr schön. Heißt, es wird jetzt muss ich ein bisschen Dusel haben, dass es vielleicht sogar mit dem... Oh mein.
Yes, wir haben sie. Tschüss, Misty. Nidorino reicht Level 18. Und wir haben Misty besiegt. Wir haben den zweiten gewonnen. Das ist noch eine etwas deutlich kürzere Folge als in der letzten Folge. Naja. Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Ich überlasse dir den Quellorden als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Mit dem Quellorden in der Tasche gehorchten dir alle Pokémon des Level 30, die du von anderen Trainern bekommen hast. Außerdem bekommst du doch diese tolle TM von mir. Und zwar die TM 29 Siederwasser. Mit der TM 29 kannst du Pokémon die Attacke Siederwasser beibringen. Hör dir sie auf Pokémon an, die im Wasser leben. Naja, kann man doch anders verstehen, diese Aussage. So, okay, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir durch mit Misty. Und ja, dann haben wir das Thema Azuria City eigentlich so gut wie abgehakt. Eine Aufgabe haben wir noch. So. So, wunderbar. Dann haben wir die Pokémon noch geheilt. Okay, weg. So. Ja, wie gesagt, dazu ist die eigentlich so gut wie durch. Diese eine Aufgabe haben wir noch. Und zwar diese hier. Hey, gib mir davon mein Pokéball zurück. Ach, dieses Pokémon ist einfach unmöglich. Dabei muss ich doch auf das Haus aufpassen. Hier geblieben. Okay, warum wir jetzt auch hier ausgerechnet da stehen. Ja, ja, jedenfalls kommen wir jetzt hier weiter. Oh. Was ist denn hier passiert? Scheinbar ist hier irgendwas durch die Wand gebrochen. So, okay. Dann fragen wir mal die Bewohner, was hier los ist. Sag mal, was ist hier los? Ah, sieh dir an, was die Brocket in meinem Haus angerichtet hat. Sie haben mir sogar meine TM gestohlen, mit der man zum Beispiel Mankey oder Sonder die Attacke Schaufel dabei bringen kann. Okay. Diese Halunken von dem Rocket. Ich bin bestimmt wieder irgendeine Schandtat aus. Allem Anschein nach einer, für die sie Pokémon brauchen, die Löcher graben können. Du bist wer? Ey, du da! Du kannst doch nicht so einfach an andere Leute Garten rumflatschen. Was ich hier mache? Ich bin einfach nur ein Passant, ist doch klar. Kai, bist du verdächtig. Glaubst du mir etwa nicht? Nein, irgendwie glaube ich dir nicht. Gut, dann machen wir das noch schnell. Wie gesagt, das ist immer zugesehen, ich möchte gerne abhaken und dann geht es schon fast weiter Richtung Urania City. Aber jedenfalls haben wir jetzt mal als Gegner dieses Radikal hier. Und das kriegt jetzt mal eine ordentliche Ladung Elektrizität ins Gesicht. Und zwar mit der Donnerwelle. Oh. Aua. Und dann kriegst du mal... jetzt komme ich mit Druck zu kriegen, das bin ich auf. Natürlich, kurz. Mit einem Volltreffer kann man nicht viel machen. So, da muss ich Pikachu tatsächlich mal rausnehmen. Nidorino einbauen. So, das Radikal kann nicht weiterkämpfen. Das ist unser Glück. Das heißt, wir können mit Doppelkick dieses Radikal ohne Probleme bezwingen. Ja, ist gut, ich gebe auf. Ich verschwinde. Ja, ist ja schon cool. Ich gebe die geschundene TM zurück. Und zwar die TM 10. Schaufel.
Also, ich gehe dann mal besser. Tschüss, bitte. So, kann ich die jetzt dem wieder zurückgeben? Also, ich würde sie gerne behalten, aber... Oh, sag bloß, du bringst mir die schöne Term zurück, oder? Vielen Dank. Aber weißt du was? Ich schenke sie dir. Ich habe das mal mit Diktar Schaufler durch geduldiges Training beizubringen. Cool, dann haben wir sie auch auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch die TM-Box. Und zwar weiter mit der TM-Schaufler. Cool, alle können sie beibringen. Also da heißt Nidorino ist klar, dass es das kriegt. Weil Nidorino ja später zum Nidoking wird. Und kriegt das mal die Hornattacke rausgenommen. Ah, wir könnten sie theoretisch alle beibringen. Okay, sehr gut. Dann kriegen sie da, kriegt auch Evoli die Attacke. So. Kopfnuss. Und... noch den Ruckzuck brauchst du dafür. Kopflos wieder bei Evoli mit rein. Und der Pikachu noch hinterher. Da kommt er so gar nicht so ohne es. Nidorino und Schaufler hätten wir bei der nächsten Arena tatsächlich schon mal einen kleinen Vorteil. Weil die nächste Arena, die kann ich euch schon mal sagen, jetzt sagen, dass es wird eine Elektro-Arena werden. So, liebe Leute, dann sind wir durch mit dem Thema Azuria City. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Pokémon Let's Go Evoli und dann geht's weiter in Richtung Urania City. Da erleben wir dann auch noch einiges. Bis dahin und auf Wiedersehen. Ciao.